So, das können wir mal so lassen. Sitz zurück. So, einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Dieselfreunde. Mitten in der Nacht, wie ihr sehen wird, kurz nach drei. Sind im Begriff loszufahren. Ich bin schon einmal drumherum gegangen. Hat aber noch mal kurz mit der Taschenlampe nachgehen. Gar nicht so einfach, das hier einhändig. Das zu packen. Das Auto sieht aus wie Sau. Aber ich komme momentan einfach nicht dazu, es zu putzen, beziehungsweise hatte ich es schön geputzt in der Waschanlage. Waschen und kurz darauf hat es geregnet und das Auto war dann wieder richtig eingeschweint. Cool. Das Licht in der Taschenlampe. So. Das ist gut aus. Das ist auch so ein schöner kleiner verlassener Parkplatz hier bei Kassel. Hier. Ja, Madame, wollen wir auf große Reise? Nee. Deswegen noch den zweiten Feuerlöschkasten anbringen. Ich habe zwar einen zweiten Feuerlöscher mit dabei, wegen ADR. Aber der gehört hier hinten dran. Schnell erreichbar. So. Okay. Gut. Ah, machen wir nochmal. Wartet mal. Schöne Beleuchtung. Ich denke, so werde ich gleich fahren. So. Und so. Ja. Muschelbuchu-Beleuchtung. Mikro gerade ausgegangen. Verstehe ich ja nicht ganz immer. Ja.
Ja, wird schon schick aussehen. Eigentlich sind da so, hier ist der Finger, die oben lang noch irgendwie ein bisschen Beleuchtung haben, ist natürlich aber bei einer Plane sehr schwer umsetzbar. Ah, auch schön. Gefällt mir. So, dann ab zum Nightfly. Ich melde mich dann aus von Natur aus. Ich werde nochmal die Kamera jetzt umpacken. Die kommt da oben. Da kommt ihr hin, da mit Blick nach vorne raus. So, bis mal. Ja, wir sind recht schwer beim Holz geladen. Das habe ich in der letzten Zeit relativ häufig gefahren. Und kann auch sein, dass das auch in Zukunft häufiger ist. Ich habe jetzt erstmal Weil am Rhein angegeben, also wir fahren in die Schweiz. Ganz nette Tour. Und dann fahren wir auch nachher noch irgendwo vorbei, wo es auch erstmal einen Kaffee gibt. Das Dach kann man auch zumachen. Also 23 Tonnen habe ich drauf. Deswegen werden wir auch über Marburg fahren, weil ich die Kasseler Berge und hinten bis nach Kirchheim im Grunde genommen vom Rüssel aus oder Hedemünden fast aus, die möchte ich ganz gerne umfahren. Und deswegen werden wir da über Marburg fahren, A49 runter. Das Holz hatte ich in Göttingen aufgenommen. Hab dann noch quasi einen halben Tag Pause gemacht. Ich ein bisschen was zu erledigen hatte. Ich habe jetzt hier nicht unbedingt so einen mega Zeitdruck drauf, aber ich würde schon gerne morgen, also heute, so zum Nachmittag loswerden. Das sollten wir eigentlich auch ganz gut hinkriegen. Ja, und ich hatte die letzten 4 Wochen sogar relativ viel aufgenommen. Aber ich komme überhaupt nicht hinterher, das zu schneiden und auch zu sichten und hochzuladen. Ich weiß, es waren ein paar schöne Szenen dabei. Also ich war schon in... Entschuldigung. So vielen Teilen auch der Bundesrepublik. Hab da auch teilweise auch gut mitgefilmt. Und ich merke, dass jetzt auch noch nicht so richtig der richtige Redefluss da ist. Deswegen werden wir euch wahrscheinlich nachher noch mal ein bisschen die Kamera anschmeißen. Jetzt erstmal ein bisschen fahren, ein bisschen wach werden. Eventuell irgendwo einen Kaffee holen. Erstmal ein bisschen hochkommen. Ja, wenn wir richtigen Kurs dann anwählen. Ich glaube, wir sehen uns nachher wieder. Das ist glaube ich, besser. So, ich habe Kaffee. Tatsächlich war die Aral-Tankstelle am Katzensprung hatte offen. Mitten in der Nacht. Es ist auch so ein Lost Place, was da für Typen rumhängen. Arme Frau da drin, aber die kam gut klar damit.
Dann mitleidet man meistens die Falschen. Die, ich glaube, die machen das auch ganz gerne. Und ja. Aber ich habe meinen Kaffee bekommen. Ich habe einen Cappuccino und einen kleinen Filterkaffee mir mitgenommen. Und dann kann es jetzt weiter auf Tour gehen. Mitten in der Nacht oder sehr, sehr früh, je nachdem, wie man möchte. Ich mache das eigentlich total gerne. Muss immer gucken, dass es auch mit dem Kundentermin zusammenpasst, weil ich war ja Plan und kein Kühler. Und da musst du schon schauen, was für Öffnungszeiten haben die, weil du hast ja mehr in der normalen Industrie zu tun und nicht mit großen Kühlhäusern, die rund um die Uhr offen haben. Und ja, bei weiten Touren geht das, aber ansonsten, wenn du halt tagsüber halt zum Beispiel an mehreren Ladestellen deinen Krempel einsammelst, dein Ladegut, dann naja, geht es halt weniger. Aber ich bin jetzt immer noch nicht so richtig im Fluss drin. Lass mich erstmal ein bisschen fahren. Wir fahren jetzt Richtung Marburg raus, weil wie gesagt, ich möchte ganz gerne diese heftigen Steigungen, so schwer wie der LKW ist. Und wir haben jetzt hier nicht 600 oder 700 PS zur Verfügung, sondern 500. Und dann merkst du halt, da hat er echt zu kämpfen dann an den großen Steigungen der Kasseler Berge bis nach Kirchheim runter. Und oder halt, wo ich letztens gefahren bin, das war heftig, vom Bruchsal rüber, also Karlsruhe rüber nach München, dann bei Stuttgart, ich weiß nicht, ob es hinter Stuttgart war, also da waren ein paar Steigungen dabei, die wollten auch überhaupt nicht mehr aufhören. Da war ich mit 20 Tonnen Getränke unterwegs, gute Güte. Ich war nicht der Einzige, ich bin auch bis spät in die Nacht gefahren, durch diese Steigung, und eine dann am nächsten Morgen, weil ich dann dort irgendwo übernachtet hatte. Wow, also da bist du so mit 30, dann 35 da den Hügel hochgekrabbelt. Das war schon heftig. Und deswegen müssen halt solche Steigungen, das muss nicht immer sein. Das geht auch, ich denke, dass es auch gut auf den Verschleiß geht. Natürlich auf den Verbrauch brutal. Und deswegen fahren wir Richtung Marburg hinten raus. Das ist ein bisschen, ja, wir wollen dann die A5 runter. Das ist ein bisschen sanfter alles. Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Dieselfreunde, hier zu dieser Folge aus der Schweiz. Ja, ich bin im Zollhaus. Ich werde nachher abladen. Es ist jetzt 6.22 Uhr und ich werde gleich da runter gehen. Kettlebell ist ein bisschen schwingen. Hier sind so zwei Gebirgsbäche, Flüsse zusammen. Und da unten, da ist so ein kleiner Platz. Und da werde ich dann erstmal mit den Kettlebells ein bisschen arbeiten. Oder mit der Kettlebell, die ich jetzt dabei habe. Ein bisschen fit halten, bin ja ein bisschen rausgeworfen worden durch den Achillessehnenriss. Aber so langsam geht das. Was heißt so langsam? Ich kann wieder ganz normal gehen. Laufen auch langsam, also vorsichtig. Wird aber immer besser. Und Sport ist halt auch schon wieder richtig möglich. Also zumindest mein Kettlebell-Sport. Und ja, also das wird gleich richtig, richtig gut. In circa 2 Stunden ins Abladen habe ich noch genügend Zeit. Man braucht so für so eine Kettlebell-Runde halbe Stunde, 40 Minuten maximal. Und ja, dann werde ich mich frisch machen, die Container, das Wasser rausholen, hinten aus dem linken Staukasten, mich abwaschen. Das mache ich dann auch da unten. Und eigentlich könnte ich mich direkt im Fluss setzen, aber ich glaube, es wird mir noch zu kalt. Aber dafür ist das Bein auch noch nicht weit genug. Aber später mehr, wenn wir dann rausfahren, dann erzähle ich euch ein bisschen was. Sind ja mittlerweile, glaube ich, seit dem letzten Video, ich würde mal sagen, gut 5 Wochen, 6 Wochen vergangen jetzt. Ich habe wahnsinnig viel Videomaterial aufgenommen. Aber ich komme einfach nicht dazu, das vernünftig zu sichten. Und naja, und dann waren auch viele Eindrücke dabei aus einer Zeit, wo ich das Geschäft auch noch nicht so ganz verstanden habe. Auch wie das abläuft. Ich muss mal gucken, ob ich die, wenn euch das interessiert, sind natürlich so erste Eindrücke, meinem Extra-Video zusammenschneiden vielleicht, aber ich brauche dafür Zeit. Und ich muss es auch besser strukturieren. Ihr müsst auch verstehen, ich
war zwischen den Anfängen dieses LKW-Geschäftes hier und des LKW-Fahrens, alles Neuland, was wahnsinnig viel Zeit beansprucht hat. Ich baue die Firma ja komplett alleine auf, bringe gleich Strukturen rein mit Transportmanagementsystemen, mit Abrechnungsprogrammen. Timo.com mittlerweile kann ich ganz gut bedienen und verstehe die Suchmaschine auch immer besser. Arbeite mich da rein und das funktioniert ganz gut. Aufbau von ersten neuen Kunden. Zusätzlich habe ich ja noch ein, zwei, naja, eigentlich drei andere Firmen, um die ich mich auch noch kümmere. Und ja, dann ist noch eine ganz große, ganz kleine, heranwachsende Sache mit dabei, die natürlich auch Zeit braucht. Und da ist ganz ehrlich gesagt, Videoschneiden steht da ganz hinten an. Und ich versuche schon auf Instagram ein paar Eindrücke mit zu geben. Da poste ich eigentlich schon wöchentlich alle paar Tage was. Wenn ihr wollt, folgt auch dort gerne, dann kriegt ihr frischere Eindrücke. Natürlich ist so ein Video nochmal eine ganz andere Geschichte, ist auch umfangreicher, umfassender, auch mit Informationen gespickt. Und die sollen auch weiterhin kommen, aber die ersten 6 Wochen, da waren andere Dinge wichtiger und das hat auch Spaß gemacht. Es gibt dann, wow, sehr nervige Situationen beim Fahren. Es gibt aber auch wunderschöne Momente wie diese hier. Und da habe ich schon ein paar zusammengesammelt. Ich war schon auch in verschiedenen Ecken Deutschlands, aber das berichte ich euch nachher beim Fahren. Ich werde nachher ausladen. Ich habe hier ca. 23, ein paar zerquetschte Tonnen Holz drauf. Das landet jetzt hier in der Schweiz mitten im Wald aus Göttingen und war mittlerweile auch schon ja, dreimal, jetzt drei ist, glaube ich, mein drittes Mal, wenn ich mich jetzt nicht täusche, in der Schweiz. Und ja, es ist jetzt nicht weiter wild, mir macht Spaß. Das mit dem Grenzübergang, das musst du ein, zwei Mal gemacht haben, dann ist das auch nicht so schwer. Mittlerweile weiß ich auch, wie ich Weil am Rhein sehr schnell über die Grenze komme und man lernt halt, ne? Ganz normal, tun alle von uns. Ja, dann werde ich jetzt mal zum Kettlebell-Sport gehen, bevor jetzt noch mehr Zeit verstreicht. Danach mache ich mir erstmal, ja, mache ich mich frisch, dann einen Kaffee, Auto ein bisschen aufräumen, dann geht's abladen und dann suche ich mir eine Rückfracht. Also hin bin ich über einen festen Kunden gekommen, zurück suche ich mir jetzt noch eine Fracht zurück. Da musst du gucken, Schweiz nach Deutschland hoch, ist super schlecht bezahlt. Vielleicht fahre ich auch leer wieder raus aus der Schweiz und suche mir dann in Süddeutschland was, um wieder hochzukommen. Muss ich schauen. Bis später. Ach so, dass ihr noch mal seht, wie ich hier stehe. Hier ist die. Von hier oben bin ich gestern rumgekommen über die Brücke, dann hier hinten rum, gerade hier vorgezogen und dann zurückgeschoben. Ja, hier steht der Zug. Und da unten, da geht es gleich hin. Aber echt schön hier, oder? Da hinten ist dann noch, ich bin jetzt das zweite Mal hier in der Location. Da muss ich hoch und dort ist eigentlich ein Gasthaus, aber da steht ein Aufsteller drauf, geschlossen. Und naja, schade. Ich habe mich schon so oft gefreut, ein paar Röstis und so weiter zu essen. Ja, da ist er. Auto ist total dreckig, ich weiß nicht, ob man es auf dem Video sieht. Und den habe ich letzte Woche Montag geputzt. Also in der Waschanlage in Kassel am Rüssel. Aber wenn man rangeht, ich glaube, dann sieht man das. Ne? Ja, da sieht man es. Und das hat sich jetzt bei dem Wetter nicht gelohnt, den wieder zu putzen. Aber ich denke mal, wenn ich wieder zu Hause bin, dann wird er wieder geputzt. Ja. Fährt sich gut, aber wie gesagt, auch hierzu später mehr. Weißt du was, ich nehme euch mal mit. Wir holen jetzt mal die Kette raus. Das sind ja so diese Daily-Aufnahmen, die man eigentlich immer gerne so aus dem Leben sehen möchte. Ne? Hier ist, den mache ich momentan nicht so gerne auf, hier den Staukasten. Da sind ein, zwei Paletten drin, neue Alu-Plankenhölzer. Alu-Plankenhölzer. Den hier muss ich zurückbiegen. Der ist ein bisschen rausgekommen. Und
wenn ich ihn öffne, fällt er gerne runter. Da muss ich dringend ran, das hält so, aber eher schlechter als recht. Da muss ich, das ist Käse. Das sind quasi die Nöppel. Wenn du es öffnest, schiebst du es in der Schiene rüber und hängst dann den Deckel hier rein, sodass es unten drunter hängt. Und ja, das ist momentan Käse da unten. Da, vielleicht mache ich das heute noch fertig. Erstmal ein bisschen zurückbiegen und dann muss ich gucken, ob ich hier, weil der hat sich hier ein bisschen kalt verformt, ob ich da den mal abschraube. Ja, das müsste gehen. Und das vernünftig zurückverformen. So, dann. Ja, ich trage hier solche schwarzen Strümpfe auf der rechten Seite, da wo der Achillessehnenriss war, weil die Muskelpumpe noch nicht so richtig arbeitet. Und so, dass das Gewebe nicht so aufquellen kann. So, guck mal hier, bisschen, nee, hier, ach, hier warst du nicht drin. Aber hier. So. Hier ich mal hier ab. Drinnen. Also hier in den Staukasten ist so eine Kugel. Tragen wir erstmal nach vorne. Da wird keiner rangehen, wenn ich da bin. Ich habe da ein bisschen Werkzeug drin. Noch den zweiten Feuerlöscher. Da muss ich den Staukasten noch anbauen hinten am Trailer. Das ist auch da. Liegt doch alles drin. Allein die Zeit zu finden ist ja das Problem. Und ja, auch meine Sportschuhe. Die muss ich noch holen. Die müssten jetzt allerdings in dem Staufach hier drin sein. Ja, links funktioniert alles gut. Ist halt ein gebrauchter Trailer, da fallen ja dann bei der Benutzung noch so ein, zwei Dinge auf. Es sind aber wirklich sehr, sehr wenige. Also da ist jetzt, den habe ich schon vernünftig ausgesucht. So, genau. Sportschuhe. Hier habe ich noch so einen Wasserkasten, den muss ich auch nochmal anbauen, dann wird der auch frei. Der kommt auf der anderen Seite ran, da wo diese Lücke ist quasi hier, ist ja diese Installation, das heißt Luftdruckhöheneinrichtung, das ist hier drüben alles nicht verbaut. Dann haben wir hier noch Feststellbremse für den Trailer. Ja, reicht zwar. Und das ist auch Quatsch, das können wir eigentlich aufmachen hier. Da mal stehen. Und ja. So. Ich mache hier rein. Irgendwie habe ich gestern nicht so. Sauber hier drin gestern Abend gelebt. Das Brillenputztuch nicht dahin zurückgelegt, wo es herkommt. Wenn du nämlich damit anfängst, dann endet es insgesamt im Chaos, dass du gerade am Wohnmobil oder halt so einem LKW die Sachen nicht immer wieder richtig zurücklegst. Es ist wichtig, dass gerade in solchen kleinen Räumen alles seinen festen Platz hat. Und dann direkt nach der Benutzung auch wieder dorthin zurückkommt. So, dann los. Ah, das wird jetzt cool da unten. Oh.
Das ist nur eine kleine Kettlebell, eine 16er, also 16 Kilogramm. Das ist so für Männer eine schöne Anfängerkugel. Also wenn schon ein bisschen was da ist. Und weil ich jetzt wirklich lange nichts gemacht habe, ich hatte immer mal sporadisch zwischendurch. Aber so richtig trainiert habe ich nicht. Und habe zwar durchs LKW-Fahren ganz gut abgenommen, weil in der Zeit des Achillessehnenrisses, als ich nicht viel machen konnte, hatte ich gut zugenommen. Und jetzt habe ich wieder 5 Kilo abgenommen. Einfach indem ich mir auch nicht zum Naschen hinlege vorne im LKW, sondern eher so ein bisschen Mohrrüben oder Paprika. Hat das ganz gut geklappt, aber jetzt muss man mal wieder am Muskelkorsett arbeiten, weil man auch viel sitzt. Tut ja im ganzen Kreislauf nicht so gut. Ja, werde ich jetzt hier schön trainieren. Wenn euch das mal interessiert mit dem Training, dann kann man da mal ein bisschen was ausarbeiten. Ansonsten sehen wir uns später wieder. So, fertig. Das waren so 35 Minuten. 3 Durchgänge, das lockert die Schultermuskulatur so herrlich. So, ja, geht wieder. Hier habe ich trainiert. In der Kulisse. Ja, Trucklife ist schon geil. Ich finde, das ist dann auch wieder diese Trucker-Romantik. Und sie gibt es. Und da drüben werde ich gleich runtergehen. Ich habe mich gestern schon da vorne ein bisschen frisch gemacht, nach dem Fahren. Das heißt, Hemd aus und Oberkörper abgewaschen mit dem Wasser. Und da kannst du runtergehen. Ich muss mal gucken, ob ich da drüben hinkomme und mich dort hier so dann waschen kann. Ja, das wäre das Beste. Na, schauen wir mal. So, ich habe mich gerade gewaschen hier im Fluss. Oh, es ist so schön. Also noch mit den festen Schuhen an, hier vorne halt, da wo du auf Stein oder vorne am Strand stehen kannst. Auch herrlich, Freunde, das frische Wasser. Jetzt werde ich noch Zähnchen putzen. Und da oben steht der LKW, ich weiß nicht, ob man sehen kann. Da, oder? Da, ja. So. Und ich glaube, ich werde mir nochmal eine Wäsche gönnen. Das tut so gut. Und dann kann man frisch entspannt zum Abladen gehen. Sollte ich da schwitzen, bin ich nochmal hier. Ja. Ah, das ist ein schönes Leben. Ich genieße das gerade total. Es war total ein bisschen egoistisch, komme ich mir vor, halt, weil ich alleine hier bin. Aber ich genieße es trotzdem. Das darf man auch mal. So, ich habe gerade die Kettlebell unten reingetan, wieder zugemacht und hatte dann mein Werkzeug in der Hand. Also einen der Werkzeugkästen, die ich dabei habe, vorne in der Zugmaschine ist auch noch einer drin. Ein großer. Ja. Ich habe das jetzt hier mal notdürftig repariert. Mit dem kleinen Hammer, mit dem großen Hammer komme ich weiter, weil das war mir gestern, ich habe es mir noch mal genau angeschaut, das hing ja nur noch gerade so drin. Es wird zwar dann hier oben gehalten, aber darauf verlassen würde ich mich nicht. Und weil wenn dann Erschütterungen kommen, das springt dann doch, das lassen wir mal lieber. Es kann zwar nicht weg jetzt hier, die Lasche hier oben, also die kann zwar nicht weg, aber es ist so nicht gedacht und du brauchst halt einen weiteren Fixpunkt und jetzt habe ich das wieder hier mit dem Hammer reingeschlagen. Also das ist wieder satt drin, aber es kann noch ein bisschen gerader werden, damit es halt auch hier in die Schiene reinpasst. Und ich werde mal gucken, ob die Jungs oben jetzt am Sägewerk, ob die noch einen schweren Hammer haben, mit dem ich da noch mal ein bisschen drauf rumhauen kann. Also jetzt hält es wieder richtig, aber ich will es halt gerade hinbekommen, dass es auch in die Schiene reingeht, weil sonst haben wir da ein Problem. Ja. Nee, so wollte ich nicht weiterfahren, das geht auch nicht. Und jetzt ist aber wieder gut. Und vielleicht kriege ich noch einen schweren Hammer und kann das dann da oben noch richtig fixen. Ansonsten müsste ich noch mal eine gerade Lasche kaufen. Da muss ich mal Schmitz Cargo Bull ansprechen. Oder vielleicht wisst ihr, wo ich das kriegen kann. Ich würde jetzt zu Schmitz Cargo Bull gehen. Aber vielleicht ist das ja ein normales Standardteil, was du auch für andere bekommst. Aber die Deckplatten
Weiß ich nicht, ob die noch jemand anders so in der Art hat. Und unten auch mit den Ankern. Ja, könnte aber sein. Vielleicht weiß es ja jemand von euch. So, ich mache mich jetzt fertig, räume das Führerhaus auf und dann geht's rüber ins Sägewerk. Ach, nochmal, kommt nochmal ein letzter Blick, ey. Das ist echt schön hier. Das ist wirklich schön. Ich glaube, ich habe mir beim mit dem Hammerschlagen habe ich mir den Finger etwas schmutzig gemacht. Ich denke, ich muss nochmal runter und muss den Finger oder den ganzen Arm oder ich glaube, da musst du auch den ganzen Oberkörper nochmal waschen. Ja, aber das mache ich dann nach dem Auspacken, nach dem Entladen. Hier auf der A1 in der Schweiz auf diese mobile Überbaubrücke für Straßenarbeiten zu. Das heißt, die können unten drunter weiterarbeiten und oben drüber läuft der Verkehr, also wir. So, dann geht es gleich rappelbumm hoch. Da müssen wir auch noch ein bisschen Geschwindigkeit abbauen. Weil er scheppert ganz schön. So, da geht's hoch, das ist die Kante. Die Schweizer haben es einfach. Das ist so eine reiche Nation. Das ist auch so cool. Ich habe da schon öfters mal auch in meiner Eigenschaft als Ingenieur öfter schon mal die Entwürfe und Entwicklungen dazu gesehen, schon vor Jahren. Und hier jetzt, ich bin jetzt hier glaube ich schon zweimal drüber gefahren. Hier darf ich jetzt auch mal drüber fahren, das in Aktion erleben. Also super genial. Und weil die A1 ist ja für die Schweiz sehr wichtig. Für Deutschland sind die deutschen Autobahnen auch sehr wichtig. Aber das ist eine extrem coole Geschichte, muss man schon sagen. Ne? Weil gerade hier ist wenig Platz, du kannst nach links und rechts wenig ausweichen. Hast aber ein hohes Verkehrsaufkommen, optimale Lösung, würde ich mal sagen. Wir sind jetzt gerade Basel, Grenzübergang Weil am Rhein. Das war wieder sehr voll, weil auch viele halt quasi nach Hause fahren, nach der Arbeit. Aber solange es rollt, bin ich zufrieden. Dann diesmal ein bisschen schneller bei der Grenze sein, weil ich nichts zu verzollen habe. Ich fahre leer wieder zurück. Weil von der Schweiz raus, ich glaube, ich hatte schon erwähnt, nach Norden hoch nach Deutschland, die Preise sind. Also die sind schon unanständig, muss man sagen. Also, das ist. Du fährst ja teilweise für 1 € 10 Kilometer. Dabei muss man wissen, dass die Schwerlastabgabe in der Schweiz fast 1 € pro Kilometer ist. Also das ist schon recht heftig. Und selbst um rauszufahren, würde ich solche Fahrten nicht annehmen, weil du unterstützt damit im Grunde genommen diese Transportpreise, dieses Dumping. Ich frage mich auch, wer diese Frachten annimmt, weil selbst für Osteuropäer, du legst oben drauf. Also du legst wirklich drauf. Das ist dann mehr so diese Verzweiflung,
ja, wenigstens fahre ich dann nicht komplett auf eigene Kosten, sondern kriege ich wenigstens noch die Maut bezahlt. Also so ungefähr läuft das. Und deswegen Schweiz rein, kriegst du sehr gute Preise. Schweiz raus, weil sie halt wissen, die müssen dich gut bezahlen, damit du reinfährst, ist es ein Desaster. Ja. Im Moment gerade besonders schlimm, war teilweise auch schon besser. Oder suchst du eine Stückgutladung zusammen, das hat jetzt aber nicht gepasst. Also ich fahre dann erstmal wieder nach Deutschland und suche mir dann ein bisschen was zusammen, vielleicht auch auf Basis von Stückgutfracht. Muss ich schauen. So, jetzt geht's wieder ein Tunnel. Nein, die Grenze kommt immer näher. Hatte ich eigentlich schon mal erwähnt, dass die KI im ETS, dass ich die mittlerweile als intelligenter empfinde als insbesondere Pkw-Fahrer aus der Sicht eines Lkw-Fahrers. Also, mir sind da schon Dinge passiert. Also, kennt jeder von euch, der Lkw fährt, aber es gucken ja auch viele zu, die keinen fahren. So dumm kannst du gar nicht denken. Du wirst wahrgenommen wie ein Hindernis und die umfahren dich wie ein stehendes Haus. Und bremsen dich zur Not auch aufs Brutalste zusammen. Also da musst du wirklich immer gefeit sein, dass irgendetwas passiert, dass Leute dich auf der Autobahn noch überholen, obwohl da schon die Ausfahrt ist und sie sich besser, wirklich, wirklich besser hinten eingeordnet hätten. Bin ja auch einer, der gerade wenn er am Pkw unterwegs ist, da auch gerne zügig fährt. Aber ich würde nicht vom Lkw reinfahren in die Ausfahrt und dabei den Lkw noch hart zusammenbremsen. Das ist also wirklich ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, so, wir fahren jetzt geradeaus leer. Genau. Da war ich sicher, ob ich das letzte Mal da runtergefahren bin. Ich kann nicht sehen, wie schnell ich darf, aber ich denke mal, 80 ist okay. Leer Transit, genau. NCTS, das weiß ich jetzt gar nicht auf die Schnelle, was das heißen soll. Nachher mal nachschlagen, aber ihr könnt es auch gerne in die Kommentare schreiben. Also damit jetzt noch vermutlich bei der Ausbildung zum Verkehrsleiter Berührung, aber wenn du es dann nicht mehr wahrnimmst, dann büffelt ja quasi auf die Prüfung hin und dann, naja, ist es wieder weg. So. Wir dürfen jetzt hier vorbei und gucken. Wir können ja nicht sehen, wie es da weitergeht. Ja. Oh, frei, sehr schön. Das ist der einzige Vorteil, wenn du leer bist. Also hast du ja nur Kosten, wenn du leer bist. Jeder Kilometer kostet mich grob geschätzt 89 Cent. In der Schweiz noch viel mehr. Und deswegen ist der einzige Vorteil, den du hast, dass du hier durchfahren darfst. So, wir dürfen weiterrollen. Machen wir ganz vorsichtig. So.
Danke, tschüss. Das heißt auf der Rückreise Richtung Kassel. Ich habe Fracht hinten drauf, die in Richtung Helmstedt muss, aber erst nächste Woche. Das heißt, sie stellen jetzt gesichert auf dem videoüberwachten, abgesperrten Gelände ab und gehe dann ins Wochenende. Ist noch ein bisschen zu fahren. Also irgendwie bin ich auch überhaupt nicht in Redefluss gekommen. Jetzt hier bei der Fahrwoche. Da war irgendwie zu viel los. Vielleicht passt nachher nochmal. Aber hier am Flughafen mit dem LKW vorbeizurollen, also mit dem PKW bin ich schon öfters, beziehungsweise natürlich auch von Frankfurt schon sehr häufig geflogen. Ich glaube zum Urlaub noch nie, meistens Geschäftsreisen Richtung New York und Pittsburgh. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Stelle ich mal hier vorne ab. Dann möchte ich auch gleich die Gelegenheit nutzen und das Video hier beenden. Danke, dass ihr dabei wart. Däumchen wären Träumchen, ihr wisst Bescheid. Das Videomaterial ist auch schon ein wenig älter. Ich meine, es ist aus dem Mai, Mitte, Ende Mai. Ende Mai wird das sein. Ende Mai, Anfang Juni. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, nachdem ich das da bei Magdeburg abgegeben habe oder Helmstedt. Ich meine, das nächste Video gestartet in Wismar. Und bis dahin, ciao.